Meine Kongregation hat mir aufgetragen, Nachforschungen über Vampire anzustellen. Nachforschungen? Wir müssen kämpfen! Dann gibt es sie also. Wenn das der Fall ist, müssen wir sie zuerst erforschen. Kenne deinen Feind. Unser Feind ist gerissen und nur schwer zu fassen. Es sei denn, wir nehmen den Pfad des Drachen. Das war Marthas Plan. Den Pfad des Drachen? Drachen, Vampir, Dracula. All dies sind Namen für unseren Gegner. Der Pfad des Drachen führt uns in seine Höhle. Seht euch diese Akte an, die Martha mir nach ihrer Rückkehr aus der Türkei anvertraut hat. Sie hat herausgefunden, dass der Pfad aus 7 Prüfungen besteht. Die dazugehörigen Dokumente sind in 7 Ordnern sortiert. Ich kenne dieses Werk. Es ist Raphaels Kreuzigung. Ja, von Martha fotografiert. Sie war der Meinung, dass dieses Gemälde etwas mit dem ersten Abschnitt des Pfads des Drachen zu tun hat. Wirklich? Es hat eine verborgene Bedeutung? Das dachte Martha. Sie hat mir von anderen Versionen desselben Kunstwerks erzählt, leicht veränderte Reproduktionen, die sie in Privatsammlungen untersucht hat. Sie sagte, dass das Original nicht ausreichen würde, um die versteckte Botschaft zu entschlüsseln. Man muss es mit den Kopien und den festgestellten Veränderungen vergleichen. Habt ihr andere Versionen des Gemäldes? Leider nein. Martha hat mir diese Akte zu Anfang ihrer Nachforschungen gegeben, da sie Angst hatte, dass die Dokumente gestohlen werden. Danach hatten wir einen Streit und sie hat mir nichts mehr anvertraut. Mir fehlen sicherlich wesentliche Unterlagen. Ein radikaler Stilwechsel, könnte man sagen. Das andere Dokument, eine Skizze, hat Martha von einem alten Basrelief angefertigt. Die Inschrift ist schwer zu entziffern. Sie ähnelt der henochischen Sprache. Aber die Zeichnung ist eindeutig. Die Figur schlitzt sich die Adern auf. Die Skizze war in den ersten Ordner einsortiert mit der Kreuzigung. Besteht ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Dokumenten und dem ersten Abschnitt des Pfads? Für Martha bestand darin kein Zweifel. Hier ist eine weitere Skizze von einem anderen Basrelief. Martha hat sie mit der zweiten Prüfung in Verbindung gebracht. Und es gibt keine anderen Dokumente? Nichts über die restlichen 5 Prüfungen? Das ist alles, was ich habe. Aber Martha hat bestimmt noch viel mehr gefunden. Hätte ich mich doch nur mit ihr versöhnt. Dr. Florescu ist vorbeigekommen. Sie möchte, dass ihr zu ihr in die Apotheke geht. Sie braucht Blutspender, falls ihr dazu bereit seid. Gut, ich gehe zu ihr. Hat euch der Ausflug gefallen? Ich gehe niemals dort hoch. Meine Beine machen das nicht mehr mit. Die Betrügerin ist zurück. Mit ihren Karten und Würfeln hat sie schon so manchen betrogen. Was für ein Skandal! Das sind keine Legenden, Vater. Entschuldigt, aber ihr solltet nicht über diese Dinge sprechen. Das bringt Unglück. Sagt, Vater, glaubt ihr, dass Martha geheiligt wird? Ihr meint heilig gesprochen? Ja. Ich hoffe, dass sie heilig gesprochen wird. Eine Heilige und eine Pilgerstätte. Genau das fehlt in Vladoviste. Das würde die Menschen sicher anziehen. Ich bringe es nicht fertig, ihr die Wahrheit zu sagen. Herein, es ist offen. Danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich habe bemerkt, dass meine Blutvorräte völlig unzureichend sind.
Kann ich eine Probe von eurem Blut nehmen? Sicher. Im Krieg habe ich auch als Krankenpfleger gearbeitet. Mit Bluttransfusionen kann man viele Leben retten. Oh, ihr seid also auch Krankenpfleger. Dann könnt ihr euch das Blut ja selbst entnehmen. Großartig. Ich muss schnell zu einem Patienten auf der anderen Seite des Dorfes gehen. Oh, was genau muss ich tun? Entnehmt das Blut und legt die Probe in den Kühlschrank. Die Kombination ist leicht zu merken. Es ist das Datum, an dem die Apotheke gebaut wurde. Sie kommen, um mich abzuholen. Ich muss gehen. Könnt ihr eure Blutgruppe in den Analyseberichten vermerken? Und könnt ihr ebenfalls die Blutgruppen der letzten 3 Spender bestimmen? Ich hatte keine Zeit, die Tests durchzuführen. Und könntet ihr ans Telefon gehen, wenn es klingelt? Bis später. Also gut, an die Arbeit. Ich hoffe, ich bin nicht aus der Übung. Ein Band auf Deutsch. Es geht um die Entdeckung von Blutgruppen von Karl Landsteiner. Spontane Genese, das Ende eines Mythos. Das ist ein Rückblick auf die Entdeckungen Pasteurs. Chirurgie während des Ersten Weltkrieges mit einem Anhang über die Albert-Hustin-Methode und Forschungsarbeiten von Dr. Jean Brault. Statistische Demonstration der Nützlichkeit von Asepsis im Operationssaal, wenn man bedenkt, dass Chirurgen vor 30 Jahren operiert haben, ohne sich vorher die Hände zu waschen. Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Ein Nachdruck des berühmten Werkes von William Harvey, der 1628 den Blutkreislauf entdeckt hat. Abhandlung zu Statistik, Theorie und Praxis. Auszug aus den medizinischen Chroniken der Königlichen Akademie Bukarest. Die Abstammung des Menschen von Charles Darwin. Ich muss die Instrumente sterilisieren, bevor ich sie verwende. Es ist nicht heiß genug, das Wasser kocht so nicht.
Hier spricht Professor Heinrich von Krüger. Hier spricht Vater Arno Moriani. Dr. Floresco ist nicht da. Soll ich etwas ausrichten? Sie sollen mich so schnell wie möglich anrufen. München 321941. Das werde ich ausrichten. Wiederhören, Professor. Wiederhören, Vater. Zuerst muss ich mit Seife die Hände waschen. Medizinische Instrumente soll man nie mit dreckigen Händen anfassen. Im Krieg habe ich zu viele Kameraden an infizierten Wunden sterben sehen. Ich habe schon Hunderten von Patienten Blutproben entnommen, aber sich selbst eine Spritze zu setzen, ist nicht das Gleiche. Sei tapfer, es muss sein. Das ist die richtige Stelle. Jetzt muss ich die Nadel nur noch tiefer in die Ader stechen. Die Ampulle ist voll. Perfekt. Jetzt muss ich die Flasche mit dem Blut im Kühlschrank lagern.
Die Kühlschranktür darf nicht zu lange offen bleiben. Jetzt muss ich sowohl meine als auch die Blutgruppen der letzten drei Spender bestimmen und die Analyseberichte aktualisieren. Die Kühlschranktür darf nicht zu lange offen bleiben. Ich werde die Flaschen im Kühlschrank lassen. Wenn ich eine Probe benötige, verwende ich am besten ein Reagenzglas. Zuerst muss ich mit Seife die Hände waschen.
Thank you.
Das ist es. Ich habe die falschen Ergebnisse aufgeschrieben. Perfekt. Ich bin mir über meine Ergebnisse sicher. Maria wird sich sicher freuen. Ich habe gute Arbeit geleistet. Ich bin fertig mit der Probe und den Tests. Seid ihr schon lange zurück? Ich hätte euch helfen sollen, nicht wahr? Es war mir eine Freude zu helfen. Doch jetzt muss ich mich meiner eigenen Arbeit widmen. Natürlich. Ich hoffe, eure Untersuchung läuft gut. Sie hat sich verändert. So seltsam es auch klingen mag, aber ich habe jetzt den Auftrag, übernatürliche Kreaturen zu erforschen. Vampire. Vampire? Wie Dracula? Dracula? Kennt ihr das Buch nicht? Es ist ein wundervoller Roman. Ich hole ihn euch. Seht euch das Buch an. Es ist Dracula von Bram Stoker. Oscar Wilde sagte, es sei der schönste Roman des Jahrhunderts. Was für ein dicker Roman. Vielleicht finde ich beim Durchblättern ein paar interessante Stellen. Dieser Roman hat mich gefesselt. Und wisst ihr, was am seltsamsten ist? Der Autor hat Vlad Tepes als Vorlage für seinen Dracula verwendet. Vlad Tepes? Den Woiwoden? Ja, genau. Den, der einst über das Schloss des Zwielichts herrschte, dessen Ruinen euch sicher aufgefallen sind. Vlad Tepes mit dem Spitznamen Dracula. Ich weiß, was jetzt kommt. Er will, dass ich so schnell wie möglich zurückrufe. Und genau das wollt ihr nicht, wenn ich mich nicht irre. Professor Krüger ist ein großartiger Wissenschaftler.
Er hat mit Martha gearbeitet und besteht darauf, dass ich ihre Forschungsarbeiten weiterführe. Aber ich bin keine Wissenschaftlerin und es ist zu viel Arbeit. Das ist wirklich eine Schande. Oh, bitte, Vater. Keine Predigten. Ich verspreche, dass ich die Analysen, die er von mir will, selbst fertigstellen werde. Ich befürchte nicht. Für mich sind Vampire romantische Romanfiguren, keine Forschungsobjekte. Ich habe in der Tat einige spontane Heilungen beobachtet. Aber wisst ihr, solche Dinge sind ziemlich häufig. Spontan bedeutet nicht zwangsläufig, übernatürlich. Alles ist möglich. Das Wort hat zwei Bedeutungen. Teufel oder Drache. Stoker spricht von dem Woiwoden Dracula, der sich seinen Spitznamen verdient hat, indem er die Türken angriff, auf der anderen Seite des großen Flusses direkt an der Grenze zu ihrem Land. Das bedeutet, dass es Vlad Tepes ist. In seiner Jugend war er ein Gefangener der Türken. Danach hat er sie gnadenlos bekämpft. Er wurde in alle Sprachen übersetzt. Und ich habe gehört, dass der Regisseur Murnau ihn jetzt verfilmen will. Aber ich weiß nicht, ob ich die Gelegenheit haben werde, den Film zu sehen. Ich mag ihn. Er kam eines Tages in die Apotheke und hat mich fotografiert. Er hat mir ein paar Abzüge gegeben. Ich kenne ihn. Er kam ebenfalls in die Apotheke, um Blut zu spenden. Ihr besucht mich, Vater? Oh, das ist nett von euch. Ich muss mit Janos sprechen. Ich frage mich, ob er weiß, dass sein großer Held Vlad Tepes als Vorlage für Dracula, den Vampir, gedient hat. Hallo Janos, ich habe eine Überraschung. Ich habe gerade den Auftrag erhalten, Nachforschungen über Vampire anzustellen. Was wisst ihr? Es ist alles möglich. Ich habe mit Stefan Luca, der gerade im Gasthaus angekommen ist, über das gleiche Thema gesprochen. Er ist fast fanatisch und glaubt felsenfest an Vampire. Ihr solltet ihn befragen. Ihr seid mir eine größere Hilfe, da ihr ein Historiker seid. Ich muss euch ein paar Fragen stellen, insbesondere über Vlad Tepes. Der anerkannte Experte auf dem Gebiet war Professor Van Bergen. Der große Orientalist? Der Mann, der für den englischen Geheimdienst durch Asien gereist ist? Genau der. Nach seinem Tod hat seine Nachfolgerin, Professor Irina Boxo, eine großartige Sammlung geerbt. Fragt Stefan Luca nach ihr. Ich glaube, er hat ihre Nummer. Ich sollte mich also an Professor Boxo wenden? Auf jeden Fall. Sie besitzt einmalige Unterlagen zu dem Thema, das euch interessiert. Vor allem ein Manuskript der Biografie von Vlad Tepes. Gut, ich werde sie kontaktieren. Seine Feinde erfanden diese Legende. Stoker hat sich davon zu einem sehr schlechten Roman inspirieren lassen. Es handelt sich um eine einführende Reise, die einige mit Vlad Tepes assoziieren. Wahrscheinlich, weil Vlad Tepes Dracula genannt wurde, was Drache oder Teufel bedeutet. Aber es hat mehr mit Okkultismus zu tun als mit Geschichte. Professor Boxo kann euch das besser erklären als ich. Ich nehme an, sie hat euch Blut abgenommen. Sie will von jedem einen Beitrag.
Luana! Einiges. Aber ich kenne auch die Tugenden des Schweigens. So viel, wie ich wissen möchte. Ich habe das Gefühl, dass ihr vor dem Ende mehr über den Drachen wissen werdet als ich. Vater, wir müssen dem Pfad des Drachen folgen. Lasst uns in die Türkei reisen, da Martha auch dort war. Gemeinsam werden wir es schaffen. Ich glaube nicht, dass das meinen Vorgesetzten gefallen würde. Aber ich verspreche, dass ich darüber nachdenken werde. Irina Boxo? Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber ich hatte keinen Erfolg. Sie ist äußerst misstrauisch. Es ist eine Schande, da ich glaube, dass sie eine Menge über den Pfad des Drachen weiß. Habt ihr ihre Telefonnummer? Wer weiß, vielleicht habe ich mehr Glück als ihr. Glaubt ihr wirklich? Es wäre möglich. Ihr seid ein Priester, das schafft Vertrauen. Ruft 445827 in Budapest an, aber sagt auf keinen Fall, dass ihr mich kennt. Eines Tages habe ich sie in einem Schockzustand vorgefunden. Sie wollte nicht sagen, was los war, aber mir war klar, dass sie bedroht wurde. Ich sagte ihr, dass sie zu viele Risiken eingehe. Sie hat nicht zugehört und ich wurde wütend. Sie meinte, dass sie es auch ohne meine Hilfe schaffen würde und hat nie wieder mit mir über den Pfad gesprochen. Ich hätte sie die ganze Zeit unterstützen sollen, dann würde sie vielleicht noch leben. Nun ist es meine Pflicht, ihr Werk zu Ende zu bringen. Auch alleine, wenn ihr nicht helfen wollt. Martha sagte, dass dies der einzige Weg sei, um Gegenstände und Symbole in Verbindung mit dem Pfad zu entdecken und dass es ohne dieses Wissen unmöglich sei, das andere Ende des Pfads zu erreichen. Sie hat öffentliche und private Bibliotheken durchstöbert. Ich weiß, dass sie oft im Museum in Albalula war. Es ist kurz nach ihrem Tod niedergebrannt und ich glaube nicht, dass das Zufall war. Ich war Blutspenden, weil Dr. Maria Florescu mich darum gebeten hat. Ihr habt nicht versucht, an die Dokumente zu gelangen? Warum sollte ich die junge Maria damit belästigen? Ich bin sicher, dass nichts von Marthas Archiven übrig ist. Unser Feind hatte genügend Zeit, sie zu zerstören. Nummer bitte. Hier spricht Irina Boxow. Hier spricht Vater Arno Moriani. Hallo, Professor. Auf Anordnung meiner Vorgesetzten untersuche ich das Fortbestehen bestimmter Aberglauben. Ihr seid eine Autorität für Fragen über Folklore und Volksglauben. Ihr schmeichelt mir. Sagen wir, dass ich das große Glück hatte, die Bibliothek meines Vorgängers, Hermann von Bergen, zu erben. Aber sagt, worauf konzentriert sich eure Untersuchung genau? Den Glauben an diese imaginären Wesen namens Vampire. Vampire? Ihr interessiert euch für Vampire? Nur um sie zu entmystifizieren. Die katholische Kirche will gegen den Aberglauben ankämpfen. Ich habe ernsthafte Vorbehalte, mich auf das Thema einzulassen. Ich bin sehr beschäftigt. In welchem Rahmen wollt ihr eure Untersuchung genau durchführen? Monsignore Briganti von der Heiligen Ritenkongregation hat mir den Auftrag erteilt. Falls erforderlich, könnt ihr ihn im Vatikan anrufen, unter der Nummer 63. Eure Referenzen sind seriös. Ich werde euch helfen, Vater. Aber nicht am Telefon, das ist nicht sicher. Könnt ihr in mein Büro nach Budapest kommen? Sicher, morgen in aller Frühe, wenn es euch recht ist. Sehr gut, ich erwarte euch. Ich glaube, ihr besitzt ein Buch, das für meine Studie interessant ist. Eine Biografie über Vlad Tepes. Das stimmt. Professor van Bergen hat mir Michael Beheims Werk in Versen hinterlassen. Ein Manuskript aus dem 15. Jahrhundert. Sehr wertvoll. Wusstet ihr,
dass die deutsche Prosa-Version 1905 neu gedruckt wurde? Es handelt sich um eine Broschüre mit dem Titel Die Geschichte Dracole Weide. Sie wurde von Freunden der Vatikanbibliothek veröffentlicht. Von den Freunden der Vatikanbibliothek? Dann ist es nicht schwer für mich, eine Kopie zu erhalten. Wiederhören, Professor. Wiederhören, Vater. Nummer bitte. Hier spricht Kardinal Felice Briganti. Hier spricht Vater Arno Moriani. Ich werde nach Budapest reisen und mit Professor Irina Borgsow sprechen, um meine Akte zu vervollständigen. Sehr gut. Werdet ihr anschließend direkt nach Rom zurückkehren? Wenn ihr keine Einwände habt, werde ich zuerst nach Vladoviste zurückreisen. Dort habe ich mehr Ruhe, um meine Ergebnisse zu formulieren. Eine hervorragende Idee. Die frische Landluft wird euch gut tun. Ich habe auch vor, eine Woche oder zwei auf dem Land zu verbringen. Könntet ihr mir eine Ausgabe des Werks, das von den Freunden der Vatikanbibliothek veröffentlicht wurde, schicken? Sicher. Es ist die Geschichte Dracole Weide, gebunden und ein Neudruck von 1905. Kein Problem. Ich schicke sie euch ins Gasthaus. Auf einen Punkt möchte ich bestehen, Arno. Für eure Nachforschungen ist es wichtig, dass ihr euch wissenschaftlichen Rat holt. Wir benötigen die Autorität eines Mediziners und eines Historikers, um die Ergebnisse zu stützen. Ich verstehe. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr euch von den Strapazen erholen. Auf Wiederhören, Eminenz. Lebt wohl, Arno. Nummer bitte. Kurheim Grüne Ruhe, guten Tag. Könnte ich bitte Vater Gregorio sprechen? Hier spricht Vater Arno Moriani. Ein Moment, ich sehe nach. Hier spricht Vater Gregorio Nigescu. Guten Tag, ich bin Vater Arno Moriani. Wie geht es euch, Vater? Nicht sehr gut, ehrlich gesagt. Aber was bringt es, darüber zu sprechen? Das Gebet ist mein einziger Trost. Auf Wiederhören, Vater Gregorio, und erholt euch gut. Auf Wiederhören, Vater Arno. Nummer bitte. Hier spricht Inspektor Bruta. Guten Tag, ich bin Vater Arno Moriani. Was soll das, Vater Moriani? Macht ihr euch über mich lustig? Ich habe mehr Arbeit, als ich erledigen kann und nur wenig Zeit, mich mit Vampiren zu beschäftigen. Auf Wiederhören, Inspektor. Nummer bitte. Alba Lula, stellen Sie mich nach Deutschland durch. München 321941. Hier spricht Professor Heinrich von Krüger. Hier spricht Vater Arno Moriani. Ich rufe zurück, um euch um eure Hilfe zu bitten. Was kann ich tun? Es ist eine heikle Angelegenheit. Zuerst müsst ihr wissen, dass ich zur Heiligen Ritenkongregation gehöre. Ich bin nach Vladoviste gekommen, um Marta Kalugaruls Leben zu untersuchen. Soll ich euch von ihr erzählen? Sie war eine bemerkenswerte Frau. Um ehrlich zu sein, meine Mission hat sich geändert. Die Gründe dafür sind kompliziert. Ich erforsche jetzt Vampire. Vampire? Sagt nicht, dass die katholische Kirche mittlerweile an Vampire glaubt. Im Gegenteil. Meine Vorgesetzten möchten diesen Glauben bekämpfen. Es erschreckt sie, dass er im 20. Jahrhundert noch so weit verbreitet ist. Sehr gut. Wenn ihr gegen Aberglauben kämpft, könnt ihr auf meine Hilfe zählen. Das wäre mir eine große Hilfe, da ich die Meinung eines Wissenschaftlers über den Vampirmythos benötige. Wisst ihr, dass ich mit Dr. Kalugarul genau das gleiche Thema erforscht habe? Wir haben eine Krankheit entdeckt, das P-Syndrom. Die Symptome ähneln denen, die man bei angeblichen Opfern von Vampiren feststellen kann. Die Legende basiert also auf spezifischen medizinischen Tatsachen. Dr. Kalugarul hat mich kontaktiert, als sie sich um einen Patienten namens Marescu kümmerte. Seine Granulozyten wiesen seltsame Anomalien auf. Sie hat mir per Brieftaube Blutproben geschickt und wir haben zusammen an dem Fall gearbeitet.
Das Ergebnis war die Entdeckung des P-Syndroms. Dann mussten wir den Grund für die Krankheit feststellen und ein Serum entwickeln. Dafür brauchte ich statistische Daten. Ich bat Dr. Kalugarul, zahlreiche Blutproben der Einwohner von Vladoviste zu nehmen. Leider wurde unsere Studie unterbrochen. Habt ihr euch nach dem Krieg wieder mit Martha Kalugarul in Verbindung gesetzt? Es war mir nicht möglich, sie sofort zu kontaktieren. Als ich endlich in der Apotheke anrufen konnte, war sie tot und Dr. Florescu antwortete mir. Ich bestehe seit einiger Zeit darauf, dass sie das tut. Sobald sie mir die fehlenden Ergebnisse schickt, kann ich ein Serum entwickeln, das gegen das P-Syndrom wirkt. Ich sage nur, dass es sich nicht um übernatürliche Kreaturen handelt, aber es gibt ganz sicher geistig kranke Menschen, die blutdürstig sind. Zum Beispiel Gräfin Erzsébet Báthory, die im 16. Jahrhundert hunderte junger Mädchen ausbluten ließ, bevor sie lebendig in ihrem Schloss in den Karpaten eingemauert wurde. Außerdem leiden die Patienten, die am P-Syndrom erkrankt sind, unter seltsamen körperlichen und psychologischen Störungen, durch die sie den angeblichen Opfern von Vampiren ähneln. Was haben diese Patienten getan? Sie sind nachts alleine hinausgegangen, als würden sie einem Ruf folgen. Sie rissen sich die Knoblauchketten vom Hals, die Ärztin ihnen umgelegt hatte. Schlafwandeln, Knoblauchallergie. Diese Symptome werden mit dem P-Syndrom assoziiert. Ebenso wie Blässe, müde Gesichtszüge, Anämie und andere Symptome, die wir noch nicht entdeckt haben. Ja, leider. Was für ein abscheulicher Roman. Ihr seid hart. Oscar Wilde war anderer Meinung. Ich will meine Meinung über Oscar Wilde lieber für mich behalten und mich auf den Roman beschränken. Er ist voller Widersprüche. Mal sehen. Stoker behauptet, dass diejenigen, die als Opfer von Vampiren sterben, selbst welche werden. Wenn das stimmen würde, würde die Anzahl der Vampire schneller wachsen als Fibonaccis berühmte Sequenz. Bald gäbe es nur noch Vampire und keine Menschen mehr und dann würden auch die Vampire verschwinden, weil keine Menschen mehr da wären, die sie aussaugen könnten. Stokers Hypothese ist also völlig absurd. Keine Spezies kann ohne Regulierung leben. Stoker hält sich selbst für einen Historiker und einen Wissenschaftler, aber er ist ein Spinner. Sein Roman ist eine Sammlung von Widersprüchen. Zum Beispiel Lucy, die Frau, der es angeblich immer besser geht, bis sie schließlich stirbt. Ein Opfer Draculas. Sie wird mit Transfusionen behandelt. Willkürlich natürlich. Damals kannte man noch keine Blutgruppen. Wie groß sind unter solchen Bedingungen schon die Chancen, dass das Spenderblut akzeptiert wird? 1:3, wenn ich mich richtig erinnere. In verzweifelten Situationen ist es jedoch einen Versuch wert. Sicher, aber der gute Professor von Helsing, der immer als Genie beschrieben wird, wiederholte das Ganze mit 4 verschiedenen Spendern. Die Überlebenschancen für die arme Lucy sanken auf unter 2%. Es ist wahrscheinlich, dass die Transfusionen sie getötet haben und nicht Dracula. Nehmen wir von Helsing, angeblich ein Vampirexperte. Er lehrt uns, dass sie Gedanken lesen und sich in Fledermäuse verwandeln können. Er hat jedoch keine Angst, dass eine Fledermaus durchs Fenster in das Zimmer kommt, in dem er ein Treffen abhält. Und dann scheint er überrascht zu sein, dass Dracula seine Pläne kennt. Diese Naivität ist irritierend. Ich kenne Murnaus Werk. Sie nennen es expressionistisch, aber für mich haben diese morbiden Fantasien mehr mit Pathologie zu tun. Dürfte ich euch eine persönliche Frage stellen? Eure Stimme verrät mir, dass ihr etwas angespannt seid. Ja, ich schlafe nicht sehr gut. Das ist alles? Ihr könnt es mir sagen. Ich bin schließlich Arzt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Es ist sicher nur ein Missverständnis, aber es wird zu einer Obsession. Vater Arno, ihr seid sensibel und wachsam wie die verstorbene Martha Kalugarul. Das sind Qualitäten, aber sie machen einen verletzlich. Lasst euch nicht von eurer Vorstellungskraft in die Irre leiten. Das ist ein guter Rat. Ich werde versuchen, ihn zu befolgen. Wiederhören, Professor. Wiederhören, Vater. Nummer bitte. Osana, in 1 oder 2 Tagen reise ich nach Budapest. Würdet ihr mir mein Zimmer freihalten? Ja, aber... Natürlich werde ich dafür bezahlen, auch für die Nächte, in denen ich fort bin. Wenn
Wenn das so ist, Vater, natürlich werde ich euer Zimmer freihalten. Ich kann jetzt nicht gehen.